Du bitte, wir fahren jetzt ab Sonntag um 4 Uhr wieder. Ja, hey, 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 hey. Kannst du meine Schütteln abstellen? Ah, das ist ja das ist das, was ich gemeint habe. Ich schau das mal ab. Und das bist du der Party, das konntest du vorher, ohne dass dein Auto irgendwie entgegenkam. Bloß ein bisschen Moped fahren. Aber schau dir das an. Nee, komm, so ein Nepal-Band habe ich noch nie gesehen. Also, tut mir leid. Also, jetzt sag bloß, du hättest den schon mal gesehen. Ich meine, wenn von der Militärausgangssperre ist und überall einer an jeder Ecke mit einer Knarre steht, dass dann wahrscheinlich das Gleiche ist und sogar noch keine Leute mehr auf der Straße rumlaufen. Aber das ist ja was anderes. Ja. Das ist ja. Ja, die Luft ist gut, halt ist schön spazieren zu gehen. Ja, aber Ring geht ab, weil damit man die Luft wieder richtig sauber wird. Ja. Heute ist der Regen ausgeblieben. Ja, komplett. Der von der letzten Woche. Also der soll Ende Januar, heute soll der Regen kommen. Das so, aber jetzt, der schaut er das jetzt mal an. Das habe ich gemeint. Es ist ja eigentlich noch genauso wie um 2. Also hier ist schon richtig katholisch. Ja. Ja, schwer, Läden, alles zu. Ja, ja. Der Hotelstrauß. Da macht Körner zu. Nein. Du, für die Handler ist ja feiner, ne? Ja, das ist doch scheiße. Eine Woche keinen Umsatz. Wieso? Da haben sie ja da. Die Leute kommen schon. Nein, oder? Das ist ja Vegetable-Market. Das ist ja auch kein Band für das. Also irgendwie so eine ganz Grundbasisversorgung, das ist ungeschriebenes Gesetz fast. Naja, siehst ja, da gibt es ja auch Gemüse und Obst. Ja. Ja, und vorher haben wir auch die Schreiner gesehen, die gearbeitet haben. So, jetzt fahren wir durch der Mail, oder? Ja, bitte. Sofort an Chhatrapati wieder durch die Einbahnstraße, die man nicht braucht. Was ist das? Das ist immer das genau selbe. Wahnsinn, schau hier! Oh, Wahnsinn! Jetzt hast du genau die Straße, 5 Minuten ohne Sekundenverkehr, gell? Also wir probieren das am Sonntag wieder. Ich habe jetzt hier die Uhrzeit eingestellt, wie lange wir brauchen. Wahrscheinlich sind wir eine Stunde unterwegs. Naja, gut, wir müssen nicht übertreiben. Halbe Stunde ist nervig genug. Das geht genauso langsam wie normal, weil einfach die ganzen Leute auf der Straße sind. Was willst du jetzt noch Gas geben? Ja, okay, jetzt habe ich mal Rad vor, überholt, ich darf schon noch bremsen. Also sagen wir, bist allein langsam unterwegs. Ne? So, hier stehen sie immer. Hier steht überhaupt nichts. Ja. Chhatrapati frei. Schau nicht ein. Doch, hinten steht einer. So, da jetzt ganz schön bei unserem Schild, da müssen wir rein, da müssen wir rein. Ja, lass dir mal Zeit. Ja. Und da stehen zwei. Da sind zwei. Ja, aber die habe ich jetzt nicht. Ja, das, ja, aber das ist zu wenig. Ne? Das spektakuläre Foto wäre ja, verstehst du, nicht so ein so gepanzertes Fahrzeug zu wegkommen. Du, aber die anderen sind ja mutig. Naja, gut, das ist so ein Outdoor-Shop. Ja, also da ist so eigentlich auch nur so ganz knapper Verkehr, oder? Ja, ja, bitte. Also außerhalb vom Zentrum ist mehr Verkehr als im Zentrum, gell? Ja, da ist ja anonym. Hier ist ja nicht anonym. Wer hier fährt, ist bekannt. Das ist ganz klar. Das kann durchaus der Fall sein. Du, wir können jetzt ja einen Kaffee trinken gehen. Ja, bitte. Gell? Zum Robi auch. Zum zweiten Italiener. Ja, genau, ich wollte schon nichts mehr. Schau dir das an, alles zum. Das ist schon. Jetzt bin ich gespannt, ob der Supermarkt aufhört. Bitte? Ob der Supermarkt Sondergenehmigung von dem Mauerwald hat. Ich glaube, Sommer. Ja, ich meine, dahingehend müsste auch die Toleranz da sein. Bitte? Dahingehend
müssen natürlich auch die Toleranz da sein. Und jetzt sind wir im Terminal, da sind die Straßen besonders gut. Naja. Okay. Ja, da ist es besonders gut, zuerst mal zu machen. Echt? Also, wir werden jetzt ein Bier mitnehmen. Weißt du, spät jetzt ist 17:30. Das ist ja perfekt. Ein Timing-Schau. Vorausgesetzt, er hat auf. Jetzt gehen wir rein, eine Kleinigkeit essen. Ja, bitte, in deinem Paolo. Beim Italiener. Ja, bitte. Verstehst du? Ansonsten, hey, Radisson, super geiles Restaurant. Hier gibt es immer so echt gourmetmäßig. 500 Rupie und. Du musst den schon mal dran fahren, Arsch. Non siamo mica a Baghdad, cazzo. Schau an. Ja, ist das ein Sonntag. Ja, da gehen wir gleich ein Foto schießen, oder? Ach. In Tamel, kannst du dir sehr sicher sein, dass der Band besser eingehalten wird, als wir sonst irgendwo. Ja, die haben ja auch was zu verlieren und sie wissen auch, das kann man sich merken. Ja, die sind da ziemlich stabil, sag mal. Ich bin ja ganz irritiert, dass die mit ihren lumpigen Läden da. Aber ja, die stehen jetzt da, die sind die, die echt ums Überleben kämpfen. Die sehen jetzt darin ihre Chance, einen Laden aufzumachen, damit sie irgendeinen Auftrag kriegen, jetzt wenn alle anderen zu haben. Aber es sind ja auch nur zwei, drei. Ja. Das ist durchaus möglich, gell? I can't say. Auf jeden Fall sind wir abgesehen davon, dass eh schon kaum Touristen los sein, sagen wir mal so, gell? Ist das Tamel ja wirklich sehr cool. Ja, genau, und jetzt fahren wir wieder zurück. Oder wir, oder wo ist denn dein Italiener? Bist du schon auf? Ja, ich bin auf dem Weg zum Italiener. Der Sell ist am anderen Ende. Dann verstehst du, haben sie mir sehr keine Dinge gemacht. Ja. Also man kann es nicht bezeichnen, eine Federung, oder? Nein, das ist also das ist ja hammermäßig, federt überhaupt nichts durch. Ich bin total irritiert. Ja. Bin gespannt, was für Aufnahmen da überhaupt verwertbar ist. Ich wäre jetzt schon schwindelig allein vom Monitor. Ja, gut, das ist jetzt noch richtig.